Am 21. Februar 1972 trifft der Präsident der Vereinigten Staaten Richard Nixon zu einem Besuch in Peking ein, durch den sich das Gleichgewicht der Kräfte weltweit verschieben wird. Nixon war noch auf der Gangway, als er schon seine Hand zur Begrüßung ausstreckte. Warum? Er erinnerte sich, dass Außenminister John Foster Dulles sich 1954 bei der Genfer Indochina-Konferenz geweigert hatte, Chu Enlai die Hand zu schütteln. Und mit dieser Geste zeigte Nixon seine Absicht, es wieder gut zu machen. Seit 3 Monaten leidet Mao unter Neurasthenie, einer psychosomatischen Krankheit, die ihm immer in Phasen schon sein ganzes Leben lang zu schaffen gemacht hat. Zwischendurch sah es so aus, als könne er aus gesundheitlichen Gründen den berühmten amerikanischen Gast gar nicht empfangen. Seine Beine sind so angeschwollen, dass er kaum stehen kann. Aber es stellt sich heraus, dass Nixons Besuch genau die richtige Medizin für ihn ist. Auf diesen Moment hatte Mao Zedong lange gewartet. Er sagte immer, sie können 10 oder vielleicht auch 20 Jahre ein Embargo über uns verhängen. Aber ewig können sie das nicht durchhalten. Nixons China-Reise war dann der Beweis dafür, dass das US-Embargo gescheitert war. Die USA mussten anerkennen, dass auch China seinen Platz in der Welt hat. Letzten Endes mussten sie auf uns zugehen. Mr. Prime Minister and all of your distinguished guests this evening, on behalf of all of your American guests, I wish to thank you for the incomparable hospitality. Nixons Besuch und damit die Tatsache, dass das Oberhaupt der kapitalistischen Welt ins rote Peking reist, wäre noch 9 Monate zuvor undenkbar gewesen. Viele verschiedene Faktoren haben dazu beigetragen, dass es so weit kommen konnte. In den späten 60er Jahren gerieten russische Patrouillen wiederholt mit chinesischen Fischern am Ussuri aneinander, dem Fluss, der die Grenze zwischen den beiden Ländern markiert. Dann kommt es zum Streit über die Besitzverhältnisse, was die Inseln in diesem Fluss betrifft. Schließlich greift man zu schweren Geschützen. Zu diesem Zeitpunkt empfängt Mao Edgar Snow, einen amerikanischen Sympathisanten der Kommunisten. Die beiden kennen sich seit über 30 Jahren aus den Tagen von Yan'an. Sowohl Snow als auch Maos nächstem Gast, dem pakistanischen Präsidenten Yahya Khan, signalisieren die chinesischen Führer ihre Bereitschaft, einen strategischen Dialog mit ihrem alten Feind in Betracht zu ziehen, den Vereinigten Staaten. Ein Jahr darauf wird die amerikanische Tischtennis-Nationalmannschaft nach Peking eingeladen. Maos frühere Signale waren offenbar zu subtil, als dass Washington sie verstanden hätte. Aber dies ist eine Botschaft, die sogar das Weiße Haus begreift. Im Juli 1971 lädt Chu Enlai Henry Kissinger zu einem geheimen Treffen nach Peking ein. Es ist der erste Besuch dieser Art seit 1949, den ein amerikanischer Staatsmann China abstattet. Nach Kissingers Besuch war klar, dass China und die USA sich einander annähern wollten. Aber warum? Wir hatten damals einen gemeinsamen Feind, die Sowjetunion. Wir beide empfanden die Russen als größte Bedrohung für unser jeweiliges Territorium.
Kaum hat diese Annäherung den Segen Maos, spielen selbst die radikalsten Genossen des Vorsitzenden mit, unter ihnen auch Maos Frau, Jiang Qing. Hier sieht man die Nixons, wie sie pflichtschuldigst eines ihrer revolutionären Ballette über sich ergehen lassen. Nixons Besuch half Mao aus der Depression heraus, die ihn in diesem Winter so krank gemacht hatte. Seine Krankheit hatte nichts mit Außenpolitik zu tun, sondern mit den politischen Intrigen, die in seinem engsten Umkreis gesponnen wurden. Seine Frau Jiang Qing und ihre Verbündeten hatten sich mit den militärischen Führern zerstritten, an deren Spitze Maos Nachfolger Lin Biao stand. Und Maos langjähriger Sekretär Chun Bo Da, auf Platz 4 der Führungsrangliste, fand sich plötzlich zwischen sämtlichen Stühlen wieder. Im Sommer 1970 trifft sich das Zentralkomitee in Lushan, jenem Urlaubsort in den Bergen, über dem bei aller Beschaulichkeit ein schlechtes Omen schwebt. 10 Jahre zuvor war hier Peng Duhai aus der Partei ausgeschlossen worden. Nun ist die Geschichte dabei, sich zu wiederholen. Die 5 Mitglieder des Ständigen Komitees des Politbüros, angeführt von Mao und Chu Enlai, betreten den Saal. Neben Mao sein Nachfolger, der Verteidigungsminister Lin Biao, Chef der sogenannten militärischen Fraktion der Führungsebene. Dann folgen Chun Bo Da und Maos Sicherheitschef Kang Sheng. Die Kämpfe zwischen der militärischen Fraktion und Jiang Qings Fraktion der Kulturrevolution hatten schon lange vor Lushan begonnen. Als es dann zu dem Treffen kam, waren alle extrem angespannt und aggressiv. Und wollen Sie wissen, wer bei all dem der Redelsführer war? Kein anderer als Lin Biao. Lin und seine Verbündeten, darunter auch Chen, glauben, dass Mao plant, ein neues Staatsoberhaupt zu ernennen. Nun lancieren sie eine Kampagne, damit der Vorsitzende dieses Amt selbst übernimmt. Doch wie sich herausstellt, ist das überhaupt keine gute Idee. Bei der Abschlussversammlung nehmen nur 4 der 5 Parteioberen ihre Plätze auf dem Podium ein. Mao, Chu Enlai, Kang Sheng und Lin Biao. Mao vermutet eine Verschwörung, die ihn die Treppe hinauf katapultieren soll, und hat Chun Bo Da zum Sündenbock gemacht. Lin Biao, dem sichtlich unwohl zumute ist, bleibt vorläufig noch unbehelligt. Chen dagegen verschwindet von der Bildfläche und wird in den folgenden 10 Jahren nicht mehr gesehen. Kurz nachdem wir aus Lushan abgereist waren, nahm man Chen sein Auto ab. Ihm wurden keine Unterlagen und Berichte mehr zugeschickt und er durfte nicht mehr an Einsatzbesprechungen teilnehmen. Er stand faktisch unter Hausarrest. 1 Jahr später erhärten sich Maos Verdachtsmomente gegen Lin Biao. Er reist in die Provinzen, um die Loyalität der regionalen Militärkommandanten zu überprüfen. Dann, ohne jede Erklärung, reist er ganz plötzlich nach Peking zurück. Was damals genau passierte, ist bis heute nicht geklärt. Die chinesischen Behörden sprachen später von einem Komplott mit dem Ziel, Mao zu ermorden. Wie ernst das tatsächlich war und ob Lin Biao selbst davon wusste, steht auf einem anderen Blatt. Eins aber ist klar, Mao war davon überzeugt, dass ein Showdown nicht zu vermeiden war. Zum 2. Mal innerhalb von 5 Jahren beschloss er, seinen designierten Nachfolger abzusetzen. Tatsächlich.
Lin Biao war kein Wichtigtuer, das war nicht seine Art. Er benahm sich eher wie ein Intellektueller. Ich würde sogar sagen, wie ein Bücherwurm. Er ging niemals ins Varieté oder ins Kino. Und er ging auch nie zur Erholung im Park spazieren. Solche Dinge mochte er nicht. Er war sehr introvertiert, ein richtiger Eigenbrötler. Mitte der 60er Jahre ist Lin Biao zu Maos alter Ego geworden, zu seinem Schatten und engsten Gefolgsmann. Lins herausragende Fähigkeiten als General tragen dazu bei, dass er Bestand hat. Alle anderen, die der Vorsitzende aus der Partei wirft, ergeben sich demütig in ihr Schicksal. Nicht so Lin. Er wendet die letzte und beste Strategie aus der alten chinesischen Kriegskunst an. Am 13. September 1971 ergreift er die Flucht. Er hofft, in Russland Asyl zu finden, doch dazu kommt es nicht mehr. Das Flugzeug, in dem er sitzt, stürzt wegen Benzinmangels ab. Alle Insassen kommen um. Ich glaube, die Sache mit Lin Biao war ein Wendepunkt. Dadurch veränderte sich der Blick auf die Kulturrevolution. Nicht so sehr, was die Partei anging, aber ganz bestimmt aus der Sicht der normalen Bürger. Denn nun fingen viele Leute an, die Kulturrevolution heimlich zu kritisieren. Achtzehn Monate nach Lin Biaos Treuebruch und ein Jahr nachdem er Nixon empfangen hat, rehabilitiert Mao Deng Xiaoping, den zweitgrößten Anhänger des kapitalistischen Weges, den er während der Kulturrevolution aus der Partei geworfen hatte. Die Radikalen unter der Führung von Jiang Qing können ihre Missbilligung kaum verbergen. Später im Kampf um die Machtübernahme nach Maos Tod wird Deng zu ihrem stärksten Rivalen werden. ...1973 erscheint Mao zum letzten Mal vor einer großen Parteiversammlung. Aber er ist zu schwach, um zu stehen. Gegen jede Vorschrift des Protokolls fordert man die Abgeordneten auf, vor ihm den Saal zu verlassen. Sie sollen das Ausmaß seines körperlichen Verfalls nicht zu sehen bekommen. Mitte 1974 hieß es, er habe ein Emphysem und ein Herzleiden. Man legte ihm nahe, mit dem Rauchen aufzuhören. Anfangs befahl der Vorsitzende seinen Leuten, seine Zigaretten zu halbieren und ihm jeweils nur die Hälfte zu geben. Aber das fiel ihm sehr schwer, denn so konnte er immer nur einen kurzen Moment rauchen und schon war es wieder vorbei. Und dann mussten sie ihm die nächste geben. Er wollte wirklich aufhören, aber er schaffte es nicht. Auch wenn sein Gesundheitszustand sich immer mehr verschlechtert, Maos Geist ist so beweglich wie eh und je. Hier begeistern ihn die Knickse der Damen einer Delegation aus Sambia. Auch Henry Kissingers sehr große Frau fasziniert ihn. Doch nicht nur für Mao naht 1974 das Ende, sondern auch für Chu Enlai. Bei ihm wird Krebs diagnostiziert. In diesem Winter steht der Ministerpräsident von seinem Krankenbett auf, um sich in einer letzten Anstrengung Maos utopischen linksradikalen Ideen entgegenzustellen und China auf den Weg der wirtschaftlichen Modernisierung zu bringen. Viele sympathisieren mit diesem Vorhaben, doch für Chu Enlai ist es zu spät. Er stirbt noch im selben Jahr. Die Frage war nun, wer sollte seinen Platz einnehmen? Wenn irgendjemand in Frage gekommen wäre, hätte Mao ihn schon längst ersetzt. Aber es gab sonst niemanden. Und so hat er ihn immer weiter im Amt behalten. Sie haben sich nicht immer gerade gut verstanden. Aber Mao fuhr fort, Chus Arbeitsfähigkeit und sein Prestige unter den Funktionären und beim Volk für sich zu nutzen.
Die Crème der kommunistischen Prominenz findet sich auf Chu Enlais Beerdigung ein. Auch Jugendfreunde wie Song Qingling, die Witwe Sun Yat-sens, sind unter den Trauergästen. Ein möglicher Kandidat für die Nachfolge ist Hua Guofeng. Wie Mao selbst stammt auch er aus Hunan. Erst kürzlich wurde er von einem Provinzposten befördert. Doch die meisten vermuten, dass die Wahl auf einen Mann fällt, der bereits nach und nach die Pflichten des Premierministers übernommen hat. Deng Xiaoping. 1976年1月8日，九十五时期分，周恩来同志的心脏停止了跳动，全党、全军、全国人民都为失掉了我们的总理而感到深切的悲痛。 Zwar wird keine öffentliche Trauerfeier anberaumt, doch als bei Einbruch der Dämmerung Chu Enlais Leichnam zum Krematorium überführt wird, stehen mehr als 1 Million Menschen an den Straßen von Peking, um ihm Lebewohl zu sagen. Er dachte nie an sich selbst, sondern immer nur an sein Land. Er wollte, dass es sich gut entwickelt und stürzte sich mit Leib und Seele in die Arbeit. Er widmete sich ganz und gar der Aufgabe, den Chinesen ein glückliches Leben zu ermöglichen. Ich glaube, das ist alles, was er im Sinn hatte. Im April wird das traditionelle Totenfest gefeiert und die Massen drängen sich auf den Platz des himmlischen Friedens. Sie tragen Kränze und Mahngedichte umher und kritisieren die radikalen Parteiführer, die sich gegen Chu Enlai gestellt haben. Damit kritisieren sie implizit auch Mao selbst. Die Verantwortung für diese Demonstrationen wird Deng Xiaoping angelastet. Und ein weiteres Mal schließt man ihn aus der Partei aus. Es war ein furchtbares Jahr. Wir alle wussten, wenn wir die Marschrichtung der Kulturrevolution weiterverfolgen, wird China überhaupt keine Zukunft haben. Und als mein Vater dann abgesetzt wurde, hatten wir keine Ahnung, wie es mit dem Land weitergehen sollte. Der Fall Deng Xiaopings ermöglicht den Aufstieg von Hua Guofeng. Er wird offiziell zum Premierminister ernannt als Nachfolger Chu Enlais. Gleichzeitig wird er stellvertretender erster Vorsitzender der Partei und damit faktisch Maos Nachfolger. Mit der Gesundheit des Vorsitzenden geht es derweil immer schneller bergab. Im Juni empfängt er den pakistanischen Präsidenten Zulfikar Ali Bhutto. Doch die Zusammenkunft dauert nur wenige Minuten. Bei dem Treffen mit Bhutto hatte er schon erhebliche Schwierigkeiten zu sprechen. Er brauchte furchtbar lange, um auch nur einen Satz herauszubringen. Es war nicht so wie jetzt bei uns, wenn die Sätze einfach heraussprudeln. Das überstieg zu diesem Zeitpunkt schon seine Kräfte. Nach diesem Treffen beschloss er, keine ausländischen Staatsoberhäupter mehr zu empfangen. Ende Juli wird Nordchina von einem Erdbeben erschüttert, bei dem 1/4 Million Menschen umkommen. Das chinesische Fernsehen zeigt heroische Szenen von Überlebenden, die kaum aus den Trümmern gerettet ausrufen: Lang lebe der Vorsitzende Mao. Die meisten Chinesen jedoch deuten das Erdbeben als ein Vorzeichen dafür, dass im Mandat des Himmels ein Wechsel bevorsteht. Es gab Zeiten, in denen Maos Konstitution etwas stabiler war. Dann redeten ihm die Ärzte nach dem Mund und erklärten: Herr Vorsitzender, Sie erholen sich wieder, Ihr Zustand verbessert sich, Sie werden ein langes Leben haben, es liegen noch viele Jahre vor Ihnen. Schließlich starb er dann an einer Mischung aus einem Herz- und einem Lungenleiden, einer ausgesprochen schmerzhaften Krankheit. Aber er klagte nie oder sagte, dass er sich schlecht fühlte. Normalerweise stöhnen Chinesen, wenn sie Schmerzen haben. Sie rufen "Oh" und "Mutter, hilf mir" oder etwas Ähnliches. Aber von ihm war nie ein Laut zu hören. Sein Tod am 9. September 1976 brachte für China grundlegende Veränderungen.
Als ich erfuhr, dass er gestorben war, war mein erster Gedanke, nun wird Jiang Qing ihre wohlverdiente Strafe erhalten. Das ganze chinesische Volk verabscheute sie. Sie brachte die Menschen dazu, mit den Zähnen zu knirschen. So verhasst war sie. Sie gab vor, etwas zu sein, was sie nicht war, wie ein Esel im Löwenfell. Sie benutzte ihre Position, um Leute zu drangsalieren, war engstirnig und eifersüchtig. Alles nahm bei ihr extreme Formen an. Außerdem war sie scharfzüngig und grausam und es machte ihr Spaß, andere zu verletzen. Sie war eingebildet, aber ohne jede Begabung. Doch ihr Ehrgeiz kannte keine Grenzen. Tag und Nacht verzehrte sie sich danach, Königin von China zu werden. Sidney Rittenberg war bereits in den 40er Jahren bei den chinesischen Kommunisten. Auf Jiang Qings Geheiß kam er während der Kulturrevolution ins Gefängnis. Er ist einer der wenigen Zeugen ihres Sturzes. Etwa einen Monat nach Maos Tod hörte ich von meiner Zelle aus eine unverkennbare theatralische Stimme von der gegenüberliegenden Seite des kleinen Gefängnishofes. Sie rief: O Vorsitzender Mao, Vorsitzender Mao, ewig will ich dein Erbe treu verwalten, immer werde ich treu für deine Sache einstehen. Ich wusste, es gab auf der ganzen Welt nur eine einzige Schauspielerin, einem Gebaren. Und dann hörte ich die Lieder, die Musik, die Gongs und Trommeln in der Umgebung. Und die Menschen in den angrenzenden Stadtvierteln, die vor ihren Verstärkern saßen. Tja, da war es nicht mehr besonders schwer, eins und eins zusammenzuzählen. Maos Witwe und andere Angehörige des linken Flügels, die man auch inhaftiert hat, werden heftig kritisiert. Mao selbst dagegen bleibt gänzlich unangetastet. Sein Nachfolger Hua Huofeng, der die Verhaftungen angeordnet hat, festigt seine Position als Oberhaupt der Kommunistischen Partei. Im Jahr darauf eröffnet Hua ein riesiges Mausoleum auf dem Platz des Himmlischen Friedens, das die sterblichen Überreste des Vorsitzenden beherbergen soll. An seiner Seite Deng Xiaoping, der nun zum dritten Mal aus dem politischen Schattendasein wieder auferstanden ist. Später wird er Hua Guofengs mächtigster Herausforderer sein. In den folgenden 2,5 Jahren fechten Deng Xiaoping und Hua Guofeng einen erbitterten Kampf darüber aus, wie Maos Vermächtnis auszulegen sei. Sollte China sich wortgetreu an Maos Vorgaben halten, so wie Hua es gern gesehen hätte, oder sollte man sich lieber für den pragmatischen Zugang entscheiden, für den Deng Xiaoping stand? Dengs Ansichten gewannen die Oberhand und Hua musste zurücktreten. Damit hatte Deng jede Freiheit, das unerledigte Erbe der Kulturrevolution zu ordnen. Nach einjähriger Vorbereitungszeit wird Jiang Qing und ihren 3 Hauptverbündeten vor einem Sondergerichtshof der Prozess gemacht. Ausschnitte aus den Verhandlungen werden allabendlich im chinesischen Fernsehen ausgestrahlt und weltweit übertragen. Es ist die beste Vorstellung, die Jiang Qing jemals gegeben hat. Doch es hilft ihr nichts. Sie wird zum Tode verurteilt. Schließlich wird das Urteil in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt und sie begeht Selbstmord in ihrer Zelle. Unter den Zuhörern ist auch die Witwe Liu Chaozi. Sie und ihre Familie haben erst kürzlich das behelfsmäßige Gefängnis in Kaifeng besichtigt, in dem ihr Mann gefangen gehalten wurde. Als wir nach Kaifeng kamen, hatten wir Mühe, unsere Gefühle im Zaum zu halten. Ich war mit meiner Mutter, meiner ältesten Schwester und meinem älteren Bruder dort. Alles, was wir dort vorfanden, war ein Kissen, das der kambodschanische Regierungschef
Prinz Sihanouk meinem Vater geschenkt hatte. Als meine Mutter dieses Kissen entdeckte, eigentlich war es nur ein Stück Schaumstoff, drückte sie es fest an sich und versuchte nach besten Kräften nicht zu weinen. Zehn Jahre nach Liu Shaoqis Tod kann seine Asche endlich beigesetzt werden. Heute sind die Gründungsväter des chinesischen Kommunismus die Paradestücke einer lokalen Variante von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Die offizielle Losung, die Deng ausgegeben hat, lautet: Maos Taten waren zu 70% korrekt und zu 30% verfehlt. Mit diesem Verdikt hat Deng Xiaoping die Möglichkeit, seinen so gänzlich anderen Traum von der Modernisierung Chinas zu verfolgen. So sollte Geschichte doch sein, aller unangenehmen Fakten entblößt, die die Aufmerksamkeit des Besuchers ablenken könnten. Der Mann, der eigentlich auf diesem Stuhl sitzen sollte, ist Lin Biao, Maos Stellvertreter während der Kulturrevolution. Aber er ist in dieser Ausstellung genauso wenig vertreten wie Maos Nachfolger Hua Guofeng. In dieser geklitterten Fassung der chinesischen Vergangenheit schreitet die Gesellschaft ungebrochen einer immer heller strahlenden Zukunft entgegen. Dengs verordnete Verklärung von Maos Revolution ist heute eine Art Evangelium. Es in Frage zu stellen, würde bedeuten, eine Büchse mit Würmern zu öffnen, mit der sich die Partei lieber nicht befassen möchte. So bleibt es anderen überlassen, die Vergangenheit neu zu beleuchten. Dieses alte Munitionslager in einem westlichen Vorort von Peking, an dessen Mauer noch die alten maoistischen Parolen zu erkennen sind, ist unter dem Namen Die Fabrik bekannt. Es ist das führende Zentrum für zeitgenössische Kunst in China. Mao ist die überragende Figur in Chinas jüngster Vergangenheit. Er dominiert die Geschichte des Landes so massiv und auf so komplexe Weise, dass sein Image immer noch und oft nicht sehr pietätvoll umgeschrieben wird. Für Künstler ist er Gegenstand von Satire und Ironie. Er dient ihnen dazu, zu verstören und zu schockieren. Oder die Menschen dazu aufzufordern, sich und ihre Vergangenheit mit gänzlich anderen Augen zu sehen. Mao als Ikone tauchte zum ersten Mal in den 60ern bei Andy Warhol auf. Aber die Art, wie chinesische Künstler das aufnahmen, fiel mit einer gesellschaftlichen Bewegung in China insgesamt zusammen, mit einem Revival des öffentlichen Interesses an Mao als nahezu mythischem Helden. Chinesische Pop-Art hat viel mit der Rückbesinnung auf eine Epoche zu tun, in der Kultur gleichbedeutend mit Propaganda war. Die Fabrik bringt Dutzende verschiedener Künstler zusammen. Bekannte offizielle Bildhauer arbeiten hier an Auftragsarbeiten für Regierungsgebäude, wie diese Statue von Deng Xiaoping. Sie ist für einen Platz in seinem Heimatort in Sichuan bestimmt. Zu früheren Zeiten wäre es eine Mao-Statue gewesen. Heute bevorzugen die offiziellen Bildhauer kommerziellere Sujets, wie diese Krieger der Tang-Dynastie. Jüngere Maler dagegen stellen sich der Herausforderung,
zum Beispiel Xi Xianying. Eine seiner letzten Arbeiten war ein Auftragswerk, ein Geburtstagsgeschenk für ein älteres Mitglied aus Maos Familie. Ich glaube, Mao wird die Zeit, in der wir leben, auch weiterhin beeinflussen. Das ist überall sichtbar. Nehmen Sie zum Beispiel mich. Ich male Mao Zedong aus folgendem Grund. Meine erste Lektion in der Grundschule war nicht 1, 2, 3, 4, sondern Lang lebe der Vorsitzende Mao. Später, nach der Kulturrevolution, als in China die Reformbewegung begann und das Land sich zur restlichen Welt hin öffnete, kamen eine Menge Ideen aus dem Westen herein. Damals war ich gerade an der Universität. China wurde immer offener und es wurde zunehmend von westlichem Gedankengut beeinflusst. All das verschmolz in meinem Kopf. Mit dem Ergebnis, dass ich angefangen habe, solche Bilder zu malen. Ein weiterer Künstler, der sich bewusst darum bemüht, chinesische und westliche Vorstellungen miteinander zu verbinden, wenn auch in eher klassischer Manier, ist der Bildhauer Sui Tsien Guo. Seine monumentalen Mao-Jacken ohne Kopf finden sich in Sammlungen auf der ganzen Welt. Als Professor an der führenden staatlichen Universität lehrt Sui den offiziellen Kanon der chinesischen Kunst. Als nonkonformistischer Künstler dagegen untergräbt er ihn. Für mich stellt sich das so dar. Mao Zedong ist eine Art übergeordnetes Selbst, ein Über-Ich oder das, was Freud die Vaterfigur nennt. Wenn ich Kontrolle über mein eigenes Leben haben will, muss ich dieses Über-Ich bezwingen. Ich muss es überwinden, um mich zu befreien. Aber das gelingt mir nur, indem ich Mao dekonstruiere, und das muss ich auf meine eigene Art tun. Manchmal greife ich dabei auf schwarzen Humor oder irgendeine andere Technik zurück. Jedenfalls ist es immer unorthodox. Als ich in Yan'an war, habe ich mit einer Reihe von Leuten gesprochen. Ich habe ihnen erklärt, was den Vorsitzenden Mao betrifft, bin ich ganz anderer Meinung als sie. Ich glaube, er war auch nur ein Mensch. Auch er musste essen und schlafen. Er erfüllte einfach gewisse Funktionen in einem bestimmten historischen Zeitraum. Das war die Chance, die die Geschichte ihm gegeben hat. Das könnte eine Botschaft von Suis Rote Dinosaurier-Serie sein. Stolz mit dem Stempel Made in China versehen, ist der Dinosaurier auf einer Ebene ein überdimensionales Kinderspielzeug, auf einer anderen jedoch eine subversive Metapher für ein ganzes politisches System. Die meisten Künstler sind heute in Peking, auch die meisten Filmemacher. In Shanghai sind es viel weniger. Im Grunde findet die gesamte kreative Arbeit in Peking statt. Schließlich ist Shanghai ja auch aus dem Nichts entstanden. Und die Stadt hat eine viel kürzere Geschichte als Peking. Von Anfang an war es typisch für Shanghai, dass kulturelle Einflüsse von außerhalb hier sehr schnell aufgenommen wurden. Die Stadt hatte immer schon eine Vermittlerrolle zwischen China und dem Rest der Welt. Sie jagt nur den neuesten Trends hinterher, sie bringt sie nicht hervor. Auf diesem Territorium entstand vor 85 Jahren die Kommunistische Partei Chinas. Heute ist es zur angesagtesten Shoppingmeile von Shanghai umgestaltet worden. Mit Galerien für moderne Kunst, Designerboutiquen für gut betuchte Mitzwanziger und Restaurants mit ausländischer Küche. Kurz vieles, was die Kommunistische Partei stets auszumerzen versuchte. Dieses Viertel steht für etwas, was als Motto des heutigen China gelten könnte. Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließ dich ihnen an. Bei dieser Modenschau in einem Nachtclub hoch über der Uferprachtstraße am Hafen von Shanghai kommen die Models aus Shanghai und die Kleider aus Europa, kreiert von der französischen Firmengruppe Agnès B.
Es ist eines der vielen Unternehmen, die im Wettbewerb um den zunehmend lukrativen chinesischen Markt stehen. Wenn ich Models ausbilde, zitiere ich immer ein chinesisches Sprichwort. Der eine mag Radieschen, der andere Gurken. Das heißt, dass jeder seine Vorlieben und Abneigungen hat. Und wenn ein Kunde ein bestimmtes Modell nicht mag, dann gefällt es vielleicht einem anderen. Jeder hat seine eigenen Qualitäten. Sich nach der Mode richten, Geld verdienen, mit seinesgleichen konkurrieren können, das sind gerade für junge Leute in China die neuen Vorgaben. Sie sind an die Stelle der Werte getreten, die Mao den Chinesen einhämmerte, als ihre Eltern so alt waren wie sie jetzt. Und was würde er von all dem halten? Als junger Student hatte sich Mao für Frauenrechte eingesetzt. Aber vermutlich war es nicht unbedingt das, was ihm dabei vorschwebte. Die Frauen aus Shanghai haben den Ruf, frech und dickköpfig zu sein. Die meisten Leute finden sie materialistisch und zu direkt. Außerdem haben sie den Ruf, einen ausgeprägten Sinn für ihre eigenen Interessen zu haben. Sie wissen, wie sie die Männer nach ihrer Pfeife tanzen lassen können. Außerdem sind sie ziemlich oberflächlich. Sie achten sehr auf ihre äußere Erscheinung, die Familie dagegen ist ihnen nicht so wichtig. Das alles behaupten zumindest die Nordchinesen, aber das sind natürlich Vorurteile. Noch ein weiterer Importartikel aus dem Westen hat dazu beigetragen, die Lücke zu füllen, die die maoistische Ideologie hinterlassen hat: das Internet. In China ist es durch eine nationale Firewall geschützt, die den Zugang zu all jenen Seiten verhindert, die die Regierung für staatsfeindlich befindet. Außerdem wird es rund um die Uhr von tausenden chinesischer Polizisten überwacht. Doch die langfristige Wirkung der Verbreitung von Informationen und des Austauschs von Ideen ist sicher weitreichender und funktioniert schleichender, als die Behörden annehmen. In jeder chinesischen Stadt gibt es Internetcafés, in denen die Jugendlichen stundenlang surfen auf der Suche nach einem Date. Oder sie stöbern in Newsgroups und schreiben Weblogs, in denen sie von ihren Ängsten und Fantasien berichten. Einer der beliebtesten Weblogs ist das Werk der 23-jährigen Chun Su-ö. In ihren 5 Romanen, halb autobiografischen Erzählungen über die Nöte eines chinesischen Mädchens in China, verkündet Chun Su-ö eine provozierend unorthodoxe Botschaft. Im heutigen China, das sich von früheren Zeiten sehr unterscheidet, wollen manche Leute ständig über Sex reden. Ich finde, für unsere Gesellschaft ist das ein ziemlicher Fortschritt. Man muss immer einigen die Führung überlassen und die zeigen dann den anderen den Weg. Make love, not war. Auf Chinesisch, Sex statt Politik. Die jungen Leute sind von so vielen anderen Dingen umgeben, die ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Und selbst die, die sich dafür interessieren, verstehen nicht so richtig, worum es geht. Eines Tages wird sich das ändern, aber vorläufig noch nicht. Der Gesellschaftsvertrag, den Maos Nachfolger anbieten, lautet Brot und Spiele. Wohlstand plus ein Mehr an sozialer und kultureller Freiheit. Der Preis dafür: die Bürger dürfen das Boot nicht zum Schwanken bringen. Auch die zunehmende Verbreitung des Internets gehört zu diesem Arrangement. 2004 hatten wir landesweit etwa 1 Million Blogger. Ende letzten Jahres waren es schon 16 Millionen. Und wir glauben, dass es bis Ende dieses Jahres mindestens 60 Millionen sein werden. In den nächsten 2 oder 3 Jahren ist die Zunahme der Internetnutzung nicht überwiegend in den Großstädten zu erwarten, sondern in den Mittel- und Kleinstädten und schließlich auch in den ländlichen Gebieten. Kaum eine ländliche Gegend in China ist so abgelegen wie Wuxi. 70 Jahre zuvor hatte Mao dort das Ende des langen Marsches verkündet. Heute ist das Gebiet im Wandel begriffen. Es wurden Ölvorkommen entdeckt.
Um das Öl zu fördern, graben wir hier Bohrlöcher. Wir zahlen den Bauern eine Entschädigung für ihr Land. Dies war ein alter Stützpunkt der Revolutionäre. Die natürlichen Gegebenheiten sind hier sehr dürftig und die Menschen in dieser Gegend haben während der Revolution einen großartigen Beitrag für ihr Land geleistet. Deshalb haben uns die nationalen Behörden erlaubt, eine spezielle Regelung zu treffen. Mit dem Ergebnis, dass die Einkünfte aus dem Öl nicht mehr ausschließlich an den Staat gehen, sondern zum Teil direkt an die einzelnen Verwaltungsbezirke. Von dort aus können sie wieder in die Wirtschaft vor Ort fließen. 1992 betrug das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Bauern in unserem Bezirk etwa $60 im Jahr. Ende 2003 war es auf $200 gestiegen. $200 im Jahr klingt vielleicht nicht gerade reichlich. Doch in diesem Teil des Landes ist es schon ein Fortschritt, dass niemand an Hunger stirbt. Zum ersten Mal in der chinesischen Geschichte ist das Land frei von Hungersnot. Das Öl hat den Bauern Konsumgüter gebracht. 80% der Menschen haben nun einen Fernseher. Und es gibt eine Infrastruktur. Sie kamen mit Bulldozern, um die Straßen auszubessern, und sie haben Wasserlöcher ausgehoben. Die Menschen hier konnten auf den Baustellen arbeiten, und die Besitzer der Parzellen, auf denen das Öl gefördert wurde, bekamen ein anderes Stück Land. Das Bohren nimmt eine Menge Land in Anspruch, und ein Hektar flaches Land ist ungefähr $2000 wert, in den Hügeln die Hälfte. Also ist es ziemlich gut, wenn man auf seinen Feldern eine Ölquelle hat. Viel besser, als dort etwas anzubauen. Es hat sich sehr viel verändert. Früher war ich so arm, dass ich mir noch nicht einmal ein paar Socken für 9 Cent leisten konnte. Aber jetzt kann ich mich jeden Tag betrinken. Es ist wirklich ganz anders als damals, und das liegt daran, dass ich jetzt genug Geld habe. Was soll man denn auch ohne Geld anfangen? In den kleinen Städten wie Bao'an besteht das alte China neben dem neuen fort. Die Bauern haben mit korrupten Behörden zu kämpfen, die gierig ihre Macht missbrauchen, um den Reichtum an sich zu reißen, der hier zutage gefördert wird. Dort, wo die maoistischen Werte nicht länger greifen, suchen die Chinesen Halt und Orientierung bei viel älteren Traditionen inmitten der neuen Welt, die sie gerade erschaffen. Wir brauchen drei verschiedene Arten des Denkens: die traditionellen konfuzianischen Lehren, das moderne Rechtssystem und die Ideen des Sozialismus, also das Konzept des geteilten Wohlstands. Diese drei habe ich miteinander kombiniert und damit eine Leitphilosophie geschaffen, mit der ich die Dao Corporation leite. Die vor Ort lebenden Bauern stellen den Großteil der Arbeitskräfte in Sun Daus landwirtschaftlichen Unternehmen. Allmorgendlich um 6 Uhr versammeln sie sich zum Appell und zu einer anfeuernden Rede. Als Sun vor 10 Jahren in dieser ländlichen Provinz südlich von Peking ankam, hatte er die Idee, Kapital zu machen, indem er das Getreide des Dorfes einlagerte und verkaufte. Das Unternehmen, das er aus diesen bescheidenen Anfängen aufgebaut hat, ist heute einer der 500 größten privaten Handelsgesellschaften in China. Die Dao Corporation gedeiht durch eine Kombination aus geschäftlichem Spürsinn, Paternalismus und Philanthropie. Die Arbeiter und ihre Familien erhalten subventionierte Mahlzeiten und Unterbringung und kostenlose Schulen für ihre Kinder. Mehr als in den meisten anderen Ländern war dies in China schon zu alten Zeiten die größte Hoffnung für jene, die entschlossen waren, auszubrechen und anderswo ihr Glück zu versuchen. Suns Prinzipien schlagen sich in den konfuzianischen Sprüchen an den Wänden der Fabrikkantine nieder und in dem kleinen konfuzianischen Tempel, den er zu Ehren seiner Mutter erbaut hat. Der Konfuzianismus war seit jeher Teil des Lebens hier auf dem Lande.
Damit meine ich, dass Höflichkeit und traditionelle Werte immer das Leben der Landbevölkerung bestimmt haben. Wohltätigkeit, Rechtschaffenheit, Gewissen, Achtung den Eltern gegenüber, solche Dinge bedeuten hier noch etwas. Sich seinen Eltern unterzuordnen und seinen Geschwistern gegenüber loyal zu sein, das gibt es hier auf dem Lande tatsächlich noch. Zu Maos Zeiten hätte man solche Ideen als Ketzerei verdammt. Doch wie bei so vielen anderen Aspekten aus dem Erbe des Vorsitzenden beteuern die Theoretiker der Partei auch hier, dass darin kein Widerspruch liegt. So auch an der Parteihochschule in Peking. Die Chinesen haben große Achtung vor ihren Traditionen. Konfuzius war ein großer Erzieher und Denker. Und der spirituelle Reichtum, den er dem Volk hinterlassen hat, ist etwas sehr Kostbares. Maos Ideen waren eine Ausweitung des westlichen Marxismus in den chinesischen Kontext hinein. Oder anders ausgedrückt, sie absorbierten den großen spirituellen Reichtum des chinesischen Volkes. Das heißt, die moralische Basis des Mao-Denkens ist eine kritisch durchdachte Anknüpfung an die alten konfuzianischen Ideen und steht keineswegs im Widerspruch zu ihnen. Weise hat die Partei keine Wahl. Irgendetwas muss gefunden werden, um die Lücke zu füllen, die der Maoismus hinterlassen hat. Und der Konfuzianismus kann immerhin für sich beanspruchen, authentisch chinesisch zu sein. Um von Peking aus an den Geburtsort des Weisen zu gelangen, ist man einen ganzen Tag lang mit dem Zug nach Süden unterwegs. Konfuzius lebte und starb vor 2500 Jahren in Zhifu, einer historischen Stadt in der Provinz Shandong. Heute, da junge und alte Chinesen gleichermaßen die Verbindung zu ihren kulturellen Wurzeln suchen, sind die konfuzianischen Tempel und Gräber eine Touristenattraktion. Der Konfuzianismus beeinflusst das chinesische Denken so, wie das Christentum die westlichen Werte geprägt hat. Und genau wie in der Christenheit gab es auch hier Religionskriege. Die Stadt Zhifu trägt noch immer die Narben, die die Roten Garden, Maos Bilderstürmer, ihr in den 60er Jahren zugefügt haben. Unsere Familie war außer sich über die Zerstörung der konfuzianischen Städten in Zhifu. Aber es gab keine Chance, etwas dagegen zu unternehmen. Die Roten Garden zerstörten die Statuen im Tempel, außerdem einige riesige Säulen, die noch aus der Zeit der Ming-Dynastie stammten. Auf dem Grabmal des Konfuzius, in dem der Weise und seine Nachkommen begraben sind, haben sie behauene Steine, die ebenfalls bis in die Ming-Zeit zurückreichen, so zerschmettert, dass sie in 100 Teile zersprungen sind. Mit all diesen Aktionen versuchten sie, das Bild von Konfuzius zu zerstören. Doch niemand in China besitzt ein Monopol der Zerstörung. Wenn die Chinesen das nicht selbst übernahmen, taten es die Fremden. 1860. Während des Zweiten Opiumkrieges war der alte Sommerpalast vor den Toren Pekings, den die Jesuiten für Kaiser Xianlong erbaut hatten, von britischen und französischen Truppen zerstört worden. Nun restauriert die chinesische Regierung die Ruinen. Nationalstolz ist ein unverzichtbares Bindeglied der Post-Mao-Ära, um das Land zusammenzuhalten. Was von Maos Vermächtnis ist heute, 30 Jahre nach seinem Tod, in China noch übrig? Mehr, als man meinen sollte. Angefangen beim Amulett mit seinem Konterfei, das hinter der Windschutzscheibe der Taxifahrer baumelt, um Schutz vor Unfällen zu bieten, bis hin zu Maos Porträt auf den Banknoten, mit denen die neuen Kapitalisten in China gewaltige Vermögen anhäuften. Immer noch taucht Mao stets dort auf, wo man ihn am wenigsten erwartet hätte. Jeden Sonntagvormittag bei Regen wie bei Sonnenschein versammeln sich 50 bis 60 Menschen mittleren Alters im Tsingshan Park in Peking,
direkt hinter der verbotenen Stadt, um gemeinsam die revolutionären Lieder ihrer Jugend zu singen. Ein Mao-Revival-Treffen. Die nostalgische Sehnsucht nach der Mao-Ära, in der alle Chinesen in gemeinschaftlicher Armut verbunden waren und von öffentlicher Korruption nicht die Rede war, ist weit verbreitet. Hier bei Pan Xia Yuan, auf dem größten Flohmarkt der Stadt, werden an Dutzenden von Ständen Mao-Souvenirs verkauft. Mit wachsendem zeitlichen Abstand scheint man sich in China, wie überall anders auch, hauptsächlich an die guten Seiten zu erinnern, an Kameradschaft, Gleichheit und an den Glauben, dass Mao alle der schönen neuen Welt des Kommunismus entgegenführen würde. Die Schattenseite der Mao-Diktatur, ihre Gewalt und Grausamkeit, wird nahezu mutwillig aus dem Bewusstsein verbannt. Sogar die Kulturrevolution hat ihre Schockwirkung verloren. Mao ist zu einer Legende geworden. Zu einem Bestandteil des Pantheons mit seinen chinesischen Göttern und Volkshelden, Bodhisattvas und Dämonen. Hier in Chengdu, der Hauptstadt von Deng Xiaopings Heimatprovinz Sichuan, wurde das Stadtzentrum abgetragen, um Platz für riesige Bürogebäude und Kaufhäuser zu schaffen. Nur ein Objekt bleibt unangetastet. Für den chinesischen Staat ist Maos Bild sakrosankt. Unbequeme Wahrheiten, die es trüben könnten, geraten beiläufig in Vergessenheit. Bis zum heutigen Tag wird die Geschichte und namentlich die Kulturrevolution unter den Teppich gekehrt und geflissentlich übergangen, sogar in der Wissenschaft. Ich finde das absolut verheerend. Ich bin der Meinung, dass man sich sehr sorgfältig mit Mao befassen müsste, und zwar sowohl mit den Dingen, die gut an ihm waren, das sind eine ganze Menge, als auch mit allem, was nicht gut war. Auch das ist eine Menge. Denn das alles gehört zur unmittelbaren Vergangenheit, aus der heraus das heutige China sich entwickelt. Die Folge ist, dass viele junge Chinesen jämmerlich wenig über ihre eigene Geschichte wissen, sogar an Spitzenuniversitäten wie dieser. Erst kürzlich hat China den 40. Jahrestag der Kulturrevolution begangen oder vielmehr übergangen. In den chinesischen Medien wurde er mit keinem Wort erwähnt. Ganz als hätten die gewaltigen Umwälzungen, die Mao bewirkt hat, niemals stattgefunden. Das Problem liegt darin, dass so vieles, woran Mao glaubte, den politischen Richtlinien des heutigen China diametral entgegensteht. Ich glaube, Mao war ein revolutionärer Idealist. Das Reich der Revolution, das ihm vorschwebte, entspricht nicht der Realität des China von heute. Was er anstrebte, war die Revolution in ihrer reinen Form. Das heutige China hätte ihm nicht gefallen. Kapital aus dem Ausland zum Beispiel, Joint Ventures mit anderen Ländern, all das entspricht nicht dem, was Mao ursprünglich im Sinn hatte. Er war Nationalist und deshalb hätte er es nicht gern gesehen, dass China so stark vom Ausland beeinflusst wird. Ich glaube, wenn er heute noch einmal ins Leben zurückkehren könnte, wäre er sehr enttäuscht. Für die meisten Chinesen ist der historische Mao verblasst. Der Stratege, Poet und Politiker
Und der Mann, der den Tod von mehr Einwohnern seines eigenen Landes verursacht hat, als irgendein anderer Staatsführer in der Geschichte. An die Stelle des Menschen ist eine Idee getreten, ein Mythos. Jeden Morgen steht eine Schlange von Hunderten, manchmal Tausenden von Menschen halb um den Platz des himmlischen Friedens herum. Sie kommen, um das Mausoleum zu besuchen, in dem Maos Leichnam mit großem Pomp beigesetzt wurde. 30 Jahre nach seinem Ableben betrachten die Chinesen sein Vermächtnis mit differenzierterem Blick als der Westen. Mao, ein Revolutionär aus der Bauernschaft, hatte das alte China zerstört und die Geburt des Neuen in die Wege geleitet. Als Staatsoberhaupt Chinas gab er dem Land sein Selbstvertrauen zurück. Im Folgenden versuchte er, seine Ideen unsterblich zu machen und scheiterte daran. Noch im Tod weckt er Ehrfurcht und Respekt in seinem Volk. Wie der Affenkönig in der chinesischen Legende stürzte er den Himmel um. Damit bereitete er seinen Nachfolgern, pragmatischen, weniger visionären Männern, den Weg, um China zu dem zu machen, was es heute ist.